Hallöchen zu Let's Play Red Dead Redemption. Ja, in der letzten Folge haben wir keine Ahnung was gemacht. Ich gucke ja meine eigenen Let's Plays nicht, schon gar nicht die letzten Folgen. Zumal die noch gar nicht online sind. Boah. Jetzt gerade irgendein Typ auf mich zugerannt kommen, der Hilfe braucht, also helfe ich jetzt dem zuerst, dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Dann helfe ich dem, je nachdem, was ist. Ja, gut, im Helden war. Und dann gucke ich, was wir als nächstes mal machen, ne? Ja. Gehe ich jetzt erstmal dem hinterher. Das war schon ganz schön weit weg. War kein Problem, dass wir nicht gelöst bekommen, ne? Pferd, bleib stehen. Ja, ganz ruhig. Meins kommt mit schön. Komm. Einmal pfeifen. Huch, da sind ja Steine. Super gesehen. Ja. Ich hoffe, dass die Tonqualität erstmal besser ist als bei der letzten Aufnahme. Ich habe ein paar Einstellungen geändert. Das kläfft gerade unser Hund. Dankeschön. Ja, ich habe ein paar Einstellungen geändert und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser zu hören bin. Vor allem bei Regen war das ja eine Katastrophe, da hört man ja gar nichts von mir. Ja, dein Pferdchen. Ja, bitteschön. Dein Pferd rennt aber gerade weg, nur dass du es weißt. Kriege ich da jetzt was für? Ah, dein Pferd steht da noch. $16, ja, das ist ja nicht schlecht. Ach, guck mal, da kann man Five Finger Philip spielen. Das war eigentlich immer ganz witzig. Ich habe das Spiel geliebt. Aber ja, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Falls Interesse besteht, können wir es noch ein andermal machen. So, wo gehen wir denn hin? Ach, guck mal, da wir wollten zum Irish, stimmt? Den wollten wir, soweit ich mich erinnern kann. Dann gehen wir da jetzt auch mal hin. Der ist hier. Ein Franzose, ein Waliser und ein Irer. Oder ein Irrer. Yes, boyo. You messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard. You thieving McCunt. You got it all wrong, Welsh. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Yeah, keep on talking there, Irish. In about 15 yeah, yeah. seconds, your whole world's gonna turn black. What's up, boys? Fuck off, boyo. This don't concern you. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here. This petty bastard stole our guns. Yeah. Tried to steal our horses. Law's clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Hush your mouth. Anyway, y'all got horses now. No one needs to die. Leave them be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting on my nerves. Yeah. I ain't gonna take what. Better than Wales. Mr. Nigel West Dickens said you'd help me with a machine gun. And since I just saved your life. Oh, I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy, poor in personal hygiene, lacking in the finer qualities of a gentleman. What about the gun? It'll be my pleasure. She's magnificent, government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me, fella. Naja. Iris sieht jetzt auch nicht gerade aus wie der vertrauenswürdigste Mensch auf der Welt.
Aber was bleibt uns anderes übrig, als ihm zu vertrauen? What's your name, friend? John. John Marston. Stroke of luck, you came along, fella. I thought I'd drunk me last breakfast there for a second. Who were those fine specimens of humanity? They was me only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. Wir müssen ihm ja vertrauen, wenn wir an die Waffe rankommen wollen, weil eine andere Möglichkeit gibt es jetzt nicht, an der MG dran zu kommen. Und ja, wenn wir ihm nicht vertrauen, es gibt immerhin eine 50-50 Chance. Entweder er ist vertrauenswürdig oder er ist es nicht, ne? Die Chance besteht ja, dass man ihm vertrauen kann. Immerhin lernen wir so neue Gefilde des Landes kennen, wie Riley's Charge. Das waren wir, glaube ich, bevor, sagen schon. Vorher noch nicht. Listen, fella, I didn't ask for your help back there. I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. We weren't there before. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. Der hat sein Querfeld einreihen. Go! You can make quick work of those fellas. Here we are. Go and store just inside that shack. What about you helping me out? I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Ja, bestimmt. Naja. Wie gesagt, was bleibt uns anderes übrig? You ain't welcome here, mister. Move along. We got ourselves. Das war schon mal ein schlechtes Versteck. Wo ist die nächste Himmelsreihe? Ich kann mit dem Control Stick von der PS3 nicht gut zielen, bevor er sich nachher aufregt. Aber der ist schon mal weg. Holen wir mal ein anderes Gewehr mit mehr Moves. Soll ja auch was drauf. Wo ist der? So, das hätten wir jetzt schon mal erledigt. Soweit, so gut. Bin ich mal gespannt, ob wir das Gewehr bekommen. Na, ehrlich gesagt bin ich da nicht gespannt. Ich weiß es ja schon. Sogar die Tür getroffen. Dann durchsuchen wir mal die Hütte. Immerhin haben wir jetzt einen doppelläufigen Schrotflint bekommen. Und natürlich hier keine MG. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass Irish doch so vertrauenswürdig ist? Das suche ich mal noch gerade die Leiche hier. Ein bisschen Munition kann nie schaden. Das ist mein Pferd, ja, ne? Da reiten wir jetzt mal zurück. Wo streng dich an? Wo ist er, der Irish? Achso, das war schon die Mission. Egal, die Folge ist erst 8 Minuten lang. Wo muss ich denn hin? So weit. Jesus, nee. Dann gehen wir zuerst mal zum Sess. Obwohl, dann beende ich jetzt die Folge, weil das dauert dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger. Aber als nächstes gehen wir dann zum Seth, weil der einfach näher ist. Vielleicht kommen wir dann, Nee. Lieber nicht, nein, danke. Vielleicht kommen wir dann im Verlauf des, der Mission von Seth, kommen wir vielleicht auch in die Nähe von Irish. Wer weiß. Ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Ist schon zu lange her. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Seth und dann schauen wir weiter.
Also bis zur nächsten Folge von Let's Play Red Dead Redemption. Ciao!